Hallo meine kleinen Kackpüpschen, tretet ein. Heute wird's richtig freaky hier. Oh scheiße, das war glaube ich ein bisschen zu doll. Ja, aber ich hatte auch Angst. Ich habe mir gedacht, heute wird ein Video auf diesem Kanal gedreht, was es so noch nie gab. Kannst du mal hier so hingehen, damit du mich so filmen kannst, damit das Licht besser ist? Okay. Ich habe mich heute mit meinem Lieblingsmenschen auf der ganzen Welt hier versammelt. Mit meinem Superschatz, meinem kleinen süßen Ziegenpup. Der ist hinter der Kamera. Sag mal was. Das willst du sagen? Willst du vielleicht ein bisschen männlicher rüberkommen? Ja, hi, ich bin Brian und ich wohne in Deutschland. Ich habe heute mich mit meinem Freund hier getroffen. Er heißt Wolfgang. Vor allem getroffen. Ja, dachte ich auch. Wir wohnen hier. Ich wohne hier auch. Leute, ich habe... Kannst du mal aufhören, die Fresse zu halten? Danke. Ich soll aufhören, die Fresse zu halten? Nein, sorry. Ist okay. Lalalalala. Ich habe seit ungefähr 4 Monaten eine heftige Pflanzensucht entwickelt. Also, kommt mal her. Ich glaube, ihr versteht ganz gut, was ich meine. Und ich weiß nicht, wie das gekommen ist. Ich habe ein bisschen Angst vor mir selber. Aber ich denke, es wird langsam Zeit, euch meine gesamten Pflanzen vorzustellen. Und Leute, ich habe viele. Wir sollten die mal zählen. Ich werde euch jetzt eine Tour durch unser gesamtes Haus geben mit Wolfgang. So heißt mein Freund nämlich übrigens. Achtung, mein Kabel. Hallo, hier, bitte hierhin, ja? Ja. Ich hoffe wirklich, du machst das Licht richtig, weil sonst hasse ich dich für immer. Ich würde sagen, wir haben alles gesagt. Dieses Video ist eh komplett komisch. War das jetzt ein Intro? Keine Ahnung. Let's go! Ich bin voll aufgeregt. Ich hoffe, dass es euch... Nein, hör auf. Wir fangen hier von vorne an, oder? Okay. Lass uns mal zum Eingang gehen. Bevor das Ganze jetzt losgeht, Leute, dieses Video passiert nicht ohne Grund. Ich arbeite seit vielen Monaten an einem Projekt namens Joey's Jungle Plants. Und eventuell ist das ein ganzer YouTube-Kanal. Naja, egal. Wenn ihr mehr dazu wissen wollt, guckt einfach das Video weiter, da erkläre ich euch alles. Hier kommt man zur Tür rein. Hier ist sie. Man macht zu und dann sieht man das. Das Problem ist, dass das hier schon wieder... Kannst du bitte hierher filmen? Das Problem ist, dass hier schon wieder alles aussieht wie Schweinescheiße, weil ein gewisser Herr sich überlegt hat, wir lagern einfach mal die ganze Kacke hier. Wollen wir vielleicht mal gucken, welche Adressen und welche Namen da drauf steht? Nein, wir wollen das nicht. Hier befindet sich tatsächlich keine echte Pflanze. Es befindet sich lediglich dieses Deko-Piece hier. So das nennt man das. Das ist Pampasgras. Kannst du jetzt mal bitte die Klappe halten? Es ist immer noch mein Video, ja? Wollen wir hier rein? Hier ist halt das Langweiligste. Wir sind hier im Gästeklo. Das hier ist die einzige Pflanze, die wir hier haben. Sie ist relativ neu. Das hier ist ein Philodendron Lemon Lime. Ich wollte ihn schon immer haben, weil er hat halt einfach eine ultra geile hellgrüne Farbe. Ich habe mich sofort in ihn verliebt. Er ist relativ selten und relativ trocken. Ich könnte ihn mal bessern, aber nicht jetzt. Er kommt ja auch gar nicht zur Geltung. Wenn ihr dieser Klopapierwolle. Naja, richtig assi. Wir kommen jetzt hier in unser Reich. Und hier befinden sich auch die meisten Pflanzen. Ich würde sagen, wir gehen einfach direkt mal zur magischen Ecke. Das hier wird euch jetzt wahrscheinlich erschlagen, aber ich liebe diese Ecke. Es ist so viel grün. Es sind so viele verschiedene Pflanzen hier. Als allererstes mal danke an meine Oma. Du bist die süßeste. Denn dieses mächtige Bäumchen hier hat sie uns einfach zum Einzug geschenkt. Das ist eine Sukkulente. Das ist so schwer. Was sind Sukkulenten? Sukkulenten sind Pflanzen, die so in so wüstenartiger Umgebung wachsen, weißt du? Und Oma schenkt die uns einfach. So eine geile Alte, oder? Liebt die. Nicht sexuell gemeint übrigens. Wir haben hier, da muss ich jetzt wirklich mal einen Shoutout an Sandy geben, einen Kaktus. Den hat sie mir zum Geburtstag geschenkt. Sandy hat natürlich alle Preisschilder dran gelassen und wir haben festgestellt, dass dieser Korb mehr als die Pflanze gekostet hat. Sandy, du hast eine Macke übrigens. Halt mal deine Finanzen im Auge, ja? Das hier ist unsere kleine süße Geigenfeige Bambino. Die hat halt so Blätter, die sehen wirklich wunderschön aus. Und die sehen so ein bisschen aus wie eine Violine. Deswegen halt Geigenfeige. Also Violine bedeutet auch Geige. Ist, glaube ich, Latein oder so. Keine Ahnung, verstehe ich eh nicht. Das hier ist so richtig das Fail-Vieh. Was soll das eigentlich? Warum hast du dir diesen Topf gestellt? Sieht so richtig scheiße aus. Besser als gar nichts. Das hier ist eine Yucca-Palme, beziehungsweise alles, was von meiner Yucca-Palme, die ich ungefähr ein Jahr in meiner alten Wohnung hatte, übrig geblieben ist. Willst du mal sagen, wer die gerettet hat und wer sie wegschmeißen wollte? Ich. Wollte beides. Nee. Ich helfe dir. 3, 2, 1. Wo machen wir weiter? Oh nee, du setzt dich jetzt nicht hin. Da habe ich die ganze Zeit Doppelkinn. Sei nicht so faul. Sei du nicht so faul und trainier den Doppelkinn. Ruhe. Wir haben hier unsere kleine Zwergpalme. Und sie ist sage und schreibe, seitdem wir sie haben, noch nie gewachsen, glaube ich. Nee. Vor ungefähr 3 Tagen ist der Topf zerbrochen. Und deswegen haben wir sie jetzt erstmal provisorisch in dieses hässliche Teil aus den 80er Jahren gepflanzt. Aber ihr geht's gut. Die wachsen halt eigentlich. Oh mein Gott. Hast du jetzt gerade gefurzt? 2-mal? Nee. Leute, ihr versteht halt nicht, wie seine Fürze heute stinken. Nein. Das riecht so richtig nach Verwesung. Okay, hier ist Schluss. Das hier ist eine kleine Babybanane. Und sie ist ja wohl die süßeste kleine Babybanane, die ihr je gesehen habt, oder? Ich habe sie von unserer großen Banane, die zeige ich euch später noch. Und Leute, hier gibt es viele große Bananen.
Das war eklig, ne? So ein richtig schlechter Witz, scheiße. Die müsst ihr gut feucht halten. Bananen mögen Feuchtigkeit und Wasser. She loves the water. Wir haben hier so einen hässlichen Kaktusableger, den Wolfgang halt unbedingt haben wollte. Er ist furztrocken und ich gieße ihn. Ich gieße den alle 3 Tage und man darf Kakteen eigentlich nur alle 3 Wochen gießen. Aber dieses Ding wird so schnell trocken und vor allem wächst es nicht und jetzt ist Erde runtergefallen. Oh, ich hab eben gewischt. Film nicht so auf meine Füße, sonst kommen die Fetischisten wieder an. Das ist richtig unangenehm. Ist egal, das gibt Klicks. Wir haben hier unsere kleine Bergpalme. Sie kommt eigentlich aus Mexiko und wächst so süß. Ja, aber irgendwie geht's hier, glaube ich, nicht so gut. Schimmelt die hier oben? Oh. Leute, ich kümmere mich sehr gut um meine Pflanzen. Das ist alles normal so. Ich sollte das Wasser wechseln. Nicht so nah, bitte. Ich möchte als guter Pflanzenmensch hier angesehen werden. Das ist doch schon benutzt. Den hättest du fast umgeknickt. Den wolltest du wegschmeißen. Der hat matschige Blätter. Der wächst nicht. Wolfgang, Ruhe. Der ist tot. Das hier ist ein Wunderstrauch oder auch Croton. Und oh, sie kommt eigentlich aus Indien. Sie hat die wunderschönsten gesprenkelten Blätter. Siehst du sie? Ja, kannst du sie eigentlich sehen? Sie mag auch sehr gerne nasse Bedingungen. Sie mag es auch feucht. Und genau das mag ich auch. Nein, warum mache ich so komische Witze? Ja, nicht unangenehm. Schau doch mal die ganzen Wurzeln hier an. Das ist so Wahnsinn. Also hier ist auch noch eine Tetrasperma drin. Der wurzelt ja wie... Wenn du es noch höher hältst, kann ich es nicht füllen. Hallo, ich möchte aber bitte auch mal darüber reden können, Ruhe. Naja, aber ich habe nicht so lange Arme. Doch, guck doch mal, wie hoch du kommst. Das sind wirklich viele tolle Wurzeln. Ich sehe da nur eigenen Müll. Warte mal, wir müssen das Ding erstmal vorher entfernen. Nee, das gehört auch Nein, Authentizität wird bei mir klein geschrieben. Das hier ist eine super gesunde Petticoat-Palme oder auch Washington-Palme. Sie ist mein Problemkind. Ich weiß einfach nicht, was sie mag. Ich meine, ihr geht's gut, aber sie hat sich, seitdem wir sie haben, und das ist jetzt wirklich schon ein Vierteljahr, quasi nicht verändert. Oh, guck mal, der ist auch von Oma. Oh, aber Vorsicht. Ja, film einfach rein. Aber mich vielleicht auch noch mit drauf. Sieht man mich? Ja. Das hier ist auch ein kleiner Kaktus. Ich weiß nicht, was für Namen er hat, aber er ist locker schon 30 Jahre alt. Überlegt euch das mal. Der ist viel älter als ich. Und der ist auch von meiner Oma. Das hier ist einfach mal wieder totes Pampasgras. We love a good totes Pampasgras. Dann haben wir hier... Oh, den kann ich euch ja kaum zeigen. Der ist ja ultra dreckig. Leute, tatsächlich muss man Pflanzen auch abstauben und ich hasse das. Das hier ist ein Philodendron Brasil. Und ich finde, das ist eine der schönsten Pflanzen überhaupt. Gebt euch mal bitte diese Panaschierung von diesem Blatt. Dieses ultraschöne Hellgrün mit diesem Dunkelgrün. Zwischendurch noch so ein bisschen Mediumgrün. Ich bin einfach verliebt in diese Pflanze. Sie ist auch so ein kleines Problemkind. Sie ist eine... Oh, dieses eklige Teil hier. Leute, ja. Was ist mit dem Kabel? Ja, warum legst du das Kabel da auch hin? Naja, das sieht hier aus wie Schweinescheiße schon wieder. Hör auf. Das hier ist so ein Sticker und da kommen so kleine Viecher dran. Ihr seht die, glaube ich. Das sind Trauermücken und sie belästigen die Pflanze und legen ihre Eier in die Erde. Und jetzt kriege ich diese Scheiße natürlich nicht mehr ab, weil ich sie hier oben angefasst habe. Wir haben einen Tisch, das empfindliche Eichen. Oh, das hier ist eine Goldfruchtpalme. Man kriegt sie quasi in jedem Einrichtungshaus. Sie wird einem quasi hinterhergeworfen. Aber so ein bisschen komme ich nicht mit ihr klar. Ich habe noch nicht ganz verstanden, wie so ihre Wasserbedingungen sind. Sie kriegt hier unten ein bisschen gelbe Blätter. Ich lasse mich davon aber nicht beirren, denn sie kriegt auch hier wunderschöne neue Palmenwedel. Das bedeutet für mich, ihr geht's eigentlich gut. Und es macht ultra Spaß, Pflanzen beim Wachsen zuzusehen. Man fühlt sich wie so eine geile Mutti, die das Kind richtig gefüttert hat. Die Erde ist ein bisschen zu juicy. Deine Mutter ist ein bisschen zu juicy. Sorry, Andrea. Ihr kennt alle dieses Teil hier. Das ist so quasi mein Alltag morgens. Hör jetzt auf, die Eiche ist gleich nass. Wir gehen jetzt mal an den Esstisch. Hier haben wir natürlich auch ein paar kleine Pflänzchen und viel Müll. Was Wolfgang hier platziert hat, was ich nicht verstehe. Wir haben hier einmal in unserem kleinen süßen Terrakotta-Topf eine kleine Peperomia. Sie hat richtig dicke Blätter, fühl mal. Warum hast du so einen Terrakotta-Topf? Ich muss ja noch ein bisschen Content für meinen neuen Pflanzenkanal aufbewahren, der jetzt zufällig auch online gegangen ist. Link in der Beschreibung, denn ich werde meinen eigenen Pflanzenkanal eröffnen und ihr findet sogar schon ein Video dort. Da rede ich mit euch über solche... Hast du das abgerissen, so hässlich und dann nicht fertig gemacht? Mm-mm. Da rede ich nämlich mit euch über genau solche Themen. Ich erkläre euch die Welt der Pflanzen, Leute. Ich erkläre euch endlich mal, als einer der ersten deutschen YouTuber, wie man Pflanzen richtig gießt. Weil quasi jeder macht's falsch. Selbst meine Oma hat's falsch gemacht. Aber ich weiß es, Leute, denn ich mache das schon seit 4 Monaten. Das hier ist eine Phytonie und Leute, sie sieht wirklich ultra schön aus. Wie geil sind diese roten Blätter? Einziges Problem an dieser Pflanze ist, sie wird halt auch nicht größer als das. Und wenn man ihr beim Wachsen zugucken will, this is not gonna happen because this is not gonna grow. Kommen wir zu unserer Efeutüte. Tute! Ich krieg's nicht hin! Das hier ist eine Efeutüte. Tute! Das hier ist eine der dankbarsten Pflanzen ever. Sie wächst ultra schnell. Nur sie nicht. Ja, sie halt nicht so, aber sie muss erstmal sammeln im Topf, weißt du? Wir haben sie seit, glaube ich, 2 Monaten und sie ist so groß jetzt. 2 Monate? Ja, Wolfgang, wir haben ungefähr vor 4 Monaten unsere ersten Pflanzen gekauft. Es ging sehr schnell. Aber die haben wir noch neu erst gekauft. Warte mal.
Du hast auch gerade geschissen, ich hab's gehört. Und hier riecht's gerade so richtig nach Verwesung. Das hier ist unser Wohnbereich quasi. Das ist ja hier alles so ein komplett offener Bereich, diese ganze Etage. Das hier ist unsere große Geigenfeige. Oh, schön nochmals Baby! Das hier ist eine Bambino und das ist eine richtige Geigenfeige. Ich habe sie extra geputzt für dieses Video. Sie war sehr, sehr verstaubt. Dieses Video wird viel zu lang. Leute, ich werde über jede Pflanze, wenn ihr wollt, richtig ausführlich reden und euch genau erklären, wie ihr die pflegt, wenn ihr jetzt einfach unten auf den Link zu meinem Pflanzenkanal klickt und abonniert. Leute, es wird der geilste Scheiß ever. Das hier ist so ziemlich die hässlichste Efeutute, die ihr jemals gesehen habt. Man sieht das hier, die Blätter rollen sich schon so ein. Irgendwas ist mit ihr faul. Wahrscheinlich ist die Erde einfach faul. Unsere nächste ist diese wunderschöne Calathea hier. Das hier ist somit die schönste Pflanze, die ich jemals gesehen habe, Leute. Es sieht quasi aus wie so eine Premium-Banane oder irgendwie sowas. Dann guckt euch mal die Färbung der Blätter an. Genauso sie hier, sie gehört ungefähr zur selben Gattung. Das ist eine Marante. Guckt dir mal dieses Blatt an. Das ist doch so schön, oder? Ja. Herzlich willkommen in unserer Küche. Hier haben sich inzwischen auch echt viele Pflanzen angesammelt. Das hier ist auch eine Korbmarante. Und sie stellt ihre Blätter zum Beispiel auch gerade hoch. Und wenn ich sie euch morgen früh zeigen würde, dann wären alle Blätter so, aber in schön. Dann haben wir hier eine weitere kleine Efeutute. Und das ist halt auch der real shit unter den Efeututen, weil gebt euch mal die Blätter. Das hier sind so kleine silberne Punkte und die glitzern sogar am Licht. Warte, ich hol mal mein Handy. Ich weiß nicht, ob man es sieht, aber diese kleinen silbernen Flecken, die glitzern. Das hier ist eine Glücksfeder. Ihr könnt quasi nichts mit der falsch machen. Ihr könnt sie 3 Monate vergessen zu gießen. Sie so, I don't give a fuck. Ihr könnt sie auch übergießen. Ihr könnt sie 3-mal am Tag gießen. Sie so, I don't give a shit. Sie ist halt quasi unzerstörbar. Kommen wir hier zur Spüle. Hier haben wir noch ein paar Pflanzen, die ein bisschen mehr Luftfeuchtigkeit brauchen. Hier haben wir noch eine kleine Korbmarante oder auch Calathea. Nee, ich glaube, das ist eine Ktante. Ist auch scheißegal. Sie ist auch so sweet, oder? Es ist halt so ein kleines Baby. Oh, liebe die kleinen Babys. Und was ist das hier schon wieder für eine hässliche Bürste? Nee, weil du ständig deine Finger da in diese Pflanze reingrabbelst. Ja, damit du die, aber es geht auch ohne. Immer, können wir die nee, nicht wenigstens hast, unter die Spüle tun? Du hast immer dreckige, wie eklig sieht das hier auch aus? Fingernägel. Hab ich gar nicht. Doch, guck dir den nochmal an. Ruhe, hau ab jetzt. Aha. Ich hasse dich manchmal, weißt du. Sei doch einmal lieb, wenn wir irgendwelchen Content erstellen. Hier haben wir einen kleinen Syngonium. Es ist so ein Standardvieh. Man kriegt den quasi in jedem Gartencenter. Er ist halt auch problemlos. Und hier haben wir zuletzt noch eine... Dieses benutzte Glas hier schon wieder, ne? Oh. Und hier haben wir zuletzt eine neue oder eine weitere Efeutute. Das hier ist eine Efeutute Marble Queen. Jedes Blatt ist so ein bisschen anders geformt und sie hat so weiße Stellen und so hellgrüne, dunkelgrüne. Sieht einfach super sweet aus, aber die wächst halt leider echt langsam. Also man muss echt Geduld haben mit der. Das ist so ein bisschen nervig. Und hier haben wir noch eine Efeutute, die gerade in einem Heineken-Bier, in einer Heineken-Flasche wächst. Warum auch immer, die letzte Pflanze in dieser Etage ist unsere Refidifora Tetrasperma oder Sperma, vielleicht auch Refiforidora. Ach, keine Ahnung, auf jeden Fall Refidifora Tetrasperma. viele Leute denken, es ist eine Monstera-Art, aber es ist keine Monstera, Leute. Es ist eine Refidiforia Metraterma. Ach, ich weiß es nicht. Ich wollte einfach unbedingt eine Rankepflanze haben, die den Kühlschrank runterrankt. Und dieses eine Ding, was angefangen hat runterzuranken, ist dann abgestorben. Und jetzt wächst sie nur hier oben weiter. Danke für nichts, du blödes Scheißvieh. Wir kommen jetzt endlich mal in das nächste Stockwerk. Wir haben tatsächlich noch eine weitere Etage. Herzlich willkommen in unserer ersten Etage. Das hier ist mein Arbeitsbereich. Hier ist Büro, hier ist Studio, da ist Klo, alles zum Arbeiten. Du kommst dann aber überhaupt nicht hinterher, ne? Naja. Und hier haben wir so einen kleinen offenen Bereich. Hier chill ich nie, aber man könnte es theoretisch, weil man könnte im Dschungel sitzen und lesen oder sein Drehbuch schreiben. Aber ich mach's halt nicht. Das ist halt quasi alles nur zur Deko hier. Aber die Deko wird halt auch perfekt durch diese heftigen Pflanzen hier. Das hier ist eine Stromante. Ich finde, das ist eine der bemerkenswertesten Pflanzen überhaupt. Die wächst wie bekloppt. Hätte ich niemals gedacht, dass ich die hinkriege, weil die gilt schon so als eher schwierig. Und die ist übrigens giftig für Hunde und Katzen, glaube ich. Müssen wir uns was einfallen lassen. Für wen? Für unseren Hund, den wir bald haben. Oh oh! Dann haben wir hier eine Kentia-Palme. Sie ist wirklich echt groß. Das war die erste Pflanze, wo ich mir so gedacht habe, okay, ich versuche jetzt mal zu lernen, Verantwortung zu übernehmen. Und dann sind uns 2 von 3 Strängen insgesamt komplett abgestorben. Aber ihr geht's jetzt wieder gut. Sie lebt, sie sieht gesund aus und sie macht diese Ecke perfekt, oder? Ja, finde ich auch. Und hier haben wir das kleine Baby davon. Die ist relativ neu. Sie ist quasi die gleiche, nur halt in klein. Es riecht ultra krass hier einfach nach Gülle. Hast du schon wieder? Nein. Das hier sind so nervige Glücksbambus-Dinger. Ich verstehe sie nicht. Sie nerven. Sie stehen nur in Wasser und trotzdem wachsen mega. Sie. Mega. Nur mit Wasser machen die das.
Können wir jetzt bitte weiter fortfahren? Ich finde sie hässlich. Wahnsinn. Kommen wir zu unserem Büro. Was, und das meine ich ernst, Leute, noch nie so aufgeräumt wie heute aussah. Hier haben wir gar nicht so viele Pflanzen. Wir haben hier eine kleine Calathea. Ich bin sehr, sehr stolz auf sie. Ich finde auch richtig cool, wie hier so diese Kalkablagerungen auf diesem Topf sind. Das sieht so richtig vintage aus, finde ich. Sie haben wir, glaube ich, seit 3 Monaten. Und seitdem ist sie um die Hälfte größer geworden. Also sie war wirklich, wie sagt man? Zweimal so klein? Nee. Halb so groß, genau. Hi, da bin ich auch schon wieder. Hier haben wir unsere kleine Monstera Deliciosa. Ihr habt sie schon unten gesehen in klein. Hier sieht man jetzt diese Schlitze, von denen ich erzählt habe, die quasi kommen, wenn die Pflanze größer wird. Monsteras sind halt auch einfach geil, weil sie wachsen schnell. Sie können echt viel verkraften, wenn man mal was mit ihr falsch macht. Sie ist halt einfach eine geile Alte. Kauft euch die und dann in einem halben Jahr ist sie einfach doppelt so groß. Das ist einfach geil. Und ignoriert bitte diese hässliche Tapete. Ich bin einfach zu faul gewesen, sie abzumachen, okay? So, das ist... Oh, was? Oh, ich hab mich hier gestoßen. Boah, wie nervig. Bitte film mal hierher. So, this is the bathroom. Hier sind auch ein paar Pflanzen. Sie ist ganz neu und ich hasse sie jetzt schon. Sie ist eine Alokasie und sie ist halt eine von den selteneren Pflanzen. Die hat halt 19 Euro gekostet, was für so ein kleines Furzding echt viel ist. Und sie kackt einfach schon nach 4 Tagen ab. Ich verstehe nicht, was ich gemacht habe. Ich habe sie einmal gegossen. Sie stirbt einfach. Und dann haben wir noch sie hier. Die heißt auf Englisch Sansevieria. Ich glaube, auf Deutsch nennt man sie auch Schwiegermutterzunge, wo ich mir denke, nein, ich werde sie nicht so nennen. Gönnt euch, Leute. Ihr könnt nichts falsch machen. Und die wachsen richtig groß. Mega geil. Hier ist Wolfgangs Glücksfeder. Das ist die gleiche wie unten in der Küche, nur halt in Wolfgang-Style. Aber zwar leider nicht so schön. Ja, weil die hier abgefägt wird in irgendein Arbeitsklo. Hä? Schaut doch, wie schön sie hier aussieht. Nee. Sie gedeiht prächtig. Dann geht die jetzt nach unten. Nein, die geht jetzt nicht nach unten. Ah, und hier ein Farn. Hier haben wir so einen twirly, twirly Farn. We love him. He's so pretty. Wir kommen zum großen Finale. Jetzt geht's ins zweite Stockwerk unseres Hauses. Jetzt geht's ins Schlafzimmer. Hier bin ich. Hallo. Ins Schlafzimmer. Let's go. Ich bin so aufgeregt. Oh, guck mal, wie schön das Licht hier ist. Wow. Das hier ist unser Schlafzimmer. Jetzt sieht halt das Bett scheiße aus, weil du dich gerade reinfallen lassen hast. Eigentlich sieht es schön aus. Und hier habe ich eine meiner absoluten Lieblinge. Das hier ist meine geliebte Strelitzie. Hast du schon wieder gefurzt? Jetzt nervt doch Wo nicht. Kommt dieses Gas her? Nervt doch nicht. Leute, wenn ich mal gut furzen kann, dann Wolfgang. Das hier ist eine Strelitzie. Sie gehört zu den Ingwergewächsen. Sieht einer Banane sehr ähnlich, ist aber keine. Leute, diese Pflanze ist einfach wunderschön. Dieses Blatt, was ihr hier seht, das ist neu. Das gab es vor 2 Monaten einfach noch nicht. Und das ist neu gewachsen. Was ich so faszinierend daran finde, ist, das kommt einfach nur durch Erde und Wasser und ein bisschen Dünger vielleicht. Und dann wächst einfach dieses Blatt daraus. Ich finde das so crazy. Oh! Vorsichtig. Oh. Das hier ist eine Monstera Deliciosa in Big. Sie ist wirklich gigantisch groß. Es sind halt quasi 2 Pflanzen in einem Topf. Es gibt jetzt eine große Pflanze. Und Leute, wir haben sie reingesetzt, wir haben sie gewässert und sie ging ab wie Schmidts Katze. Diese Pflanze ist so unglaublich dankbar dafür, dass man sie gießt. Gebt euch, wie groß diese Blätter werden. Kannst du die mal tiefer halten? Ach so. Ich würde nicht immer so, das ist scheiße. Ja, alles gut. Ja. Ich hab dich ganz doll lieb. Oh. Gebt euch, wie groß diese Blätter werden. Das ist echt Wahnsinn. Okay, Leute, passt auf. Wenn ihr euch Pflanzen holt, holt euch einfach am Anfang keinen Farn. Ich habe diesen Fehler gemacht und Farn ist halt ein bisschen anspruchsvoll. Der sieht halt wirklich richtig schön aus, aber nur wenn ich ungefähr hier mich befinde. Wenn man näher kommt, denkt man sich so, verrottet die Pflanze gerade, oder? Farn braucht richtig, richtig viel Feuchtigkeit. Vor allem auch in der Luft. Und wenn er die nicht bekommt, dann, ja, kriegt er hier diese crispy Ecken und es ist very crunchy und... Wie cool sind einfach diese kleinen... Du musst aber ein bisschen vorsichtiger sein. Du darfst da nicht so rein einfach. Fassen Sie mal. Doch. Wir haben hier nochmal so einen Swirly Twirly Farn. Ich glaube, der heißt tatsächlich nicht Swirly Twirly, aber ich nenne ihn so, weil er ist Swirly Twirly, oder? Sieht aus wie deine Frisur manchmal. Wir kommen zu unserem Badezimmer. Das ist das Elternbad. Aber unsere Kinder sind trotzdem hier drin. Wir haben hier erstmal diesen Spiegel so richtig krass gepimpt. Pass mal auf. Gebt euch das. Wie geil sieht das aus? Und hier kommen halt auch diese ganzen Pflanzen, wie zum Beispiel auch dieser Farn hier, richtig geil zur Geltung. Wo hier zum Beispiel dieser Jungfernhaarfarn, glaube ich, heißt, der runterhängt. Wolfgang wollte sie unbedingt haben. Und seitdem wir diesen Farn haben, habe ich mich so in ihn verliebt. Er ist wirklich so sweet. Vor allem, was für dünne Stiele der hat. Ja, es ist Wahnsinn. Die sind so filigran. Aber man sagt, dass die irgendwann richtig kaputt gehen. Wir schauen mal, wie lange er hübsch aussieht. So sieht er jetzt aus.
Muss ich noch mehr dazu sagen? Und hier hängt auch noch eine kleine Monstera-Art. Das ist eine Monstera Adansonii. Und im Gegensatz zu den anderen Monsteras, zu den Deliciosas, sind hier keine Schlitze drin, sondern Löcher. Sie ist ein bisschen hässlich am Anfang, aber umso öfter man sie sich anguckt, umso schöner ist sie. Und wenn die erstmal so richtig groß wird, Leute, es wird einfach nur geil. Das hier ist unsere Wolfsmilch, so nennt man diesen Kaktus. Er ist vorhin, als ich dieses Bad extra für dieses Video geputzt habe, komplett umgeknickt und er lag dann einfach so hier so und ich hoffe einfach, dass die Wurzeln nicht abgerissen sind. Aber wie schön der Neueste wächst. We love him. He's our little baby. Hier ist die letzte Pflanze in unserem Haushalt. Das ist eine Banane. Bananen sind die geilsten Pflanzen, weil die so schnell wachsen. Wir haben die gekauft, da war sie ein Drittel so groß wie jetzt. Sie war wirklich ein Baby. Und das war vor 2 Monaten. Leute, es ist der Wahnsinn, wie schnell diese Pflanze wächst. Sie produziert so ein gigantisches Blatt hier innerhalb von 2 Wochen. Erst ist es so ein ekliges Kackwürstchen, was da rauskommt. Und 2 Wochen später ist es einfach so ein gigantisches Blatt. Und dann kommt direkt Neues. Das ist gerade mal so 1-2 Tagen draußen. Bananen sind gut für die Mehl. Das stimmt halt auch. Ich würde sagen, wir gehen noch einmal schnell runter. Und schon befinden wir uns in unserem Garten und den zeige ich euch auf dem neuen Kanal. Joey's Jungle Plants, erster Link unten in der Beschreibung. Abonnierst du auch Wolfgang? Ja, wenn es sein muss. Wolfgang, aber nur wenn gleich so in Arsch, dass mein Zeh stecken bleibt. Leute, checkt den Kanal aus. Ich habe so Bock, mehr mit euch über Pflanzen zu reden. Ich habe so viele Ideen. Ich werde euch genauestens... Dann musst du aber auch die Leute mit einbeziehen. Ja, natürlich. Ja, wie sollen die denn mit dir reden? Ja, sie hören zu, ich rede. So wie bei uns. Schaut auf jeden Fall auf dem Kanal vorbei. Ich habe so Bock, mit euch mehr über Pflanzen zu reden. Ich habe so viele Ideen. Es wird einfach nur geil. Und ja, vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, wenn ihr mehr von mir und Wolfgang sehen wollt. Und damit ich auch schon wieder sage, sehen wir uns bald wieder. Tschüss.